Ich war gerade einkaufen und werde jetzt gleich für die nächsten Tage ein bisschen vorkochen oder wie man cool auf Social Media sagt, Meal Prep machen. Und da dachte ich mir, ich nehme euch bei mit. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von Mira. Ich habe ja schon in den letzten Videos immer mal wieder darüber gesprochen, dass ich gerade einen Ernährungsplan verfolge und es jetzt ein bisschen besser wieder klappt mit dem regelmäßigen Essen und dem auch ausgewogeneren Essen. Tatsächlich habe ich kaum Cravings nach irgendwie so süßen Sachen, nach Zucker oder sowas. Das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Das habe ich sonst nämlich eigentlich immer. Aber im Moment läuft es ganz gut. Und ich bin auch tatsächlich ein bisschen zur Meal Prep Queen geworden. Also ich habe das ja sonst nie gemacht und war dann immer so, shit, 17 Uhr, ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Aber ja, tatsächlich läuft das auch ein bisschen besser. Ich habe zum Beispiel letzte Woche jeden Tag mein Frühstück vorbereitet. Und diese Woche möchte ich auch das Abendessen ein bisschen vorkochen, weil ich die nächsten Tage nicht so wahnsinnig viel Zeit habe und auch nochmal weg bin. Und ja, ist einfach cool, wenn alles ein bisschen vorbereitet ist. Deswegen war ich gerade einkaufen und deswegen nehme ich euch ein bisschen mit dabei. Ich werde 4-mal Abendessen vorbereiten und 3-mal Frühstück. Bis Ende der Woche müsste das ungefähr reichen. Ich bin halt, wie gesagt, zwischendrin nochmal weg. Da muss ich mal ein bisschen schauen, wie ich das mache. Aber für die Tage, wo ich zu Hause bin, passt das ganz gut. Ich habe ja immer noch den Ernährungsplan von Sören. Deswegen sind das auf jeden Fall alles seine Rezepte. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, sondern starten einfach mal direkt rein. Und tatsächlich habe ich angefangen mit einem Abendessen. Da habe ich einfach doppelte Portion gekocht, also für 2 Tage. Und zwar ein Butter Chicken, veganes Butter Chicken. Richtig, richtig nice. Ich verlinke euch auch das Rezept in der Infobox. Tatsächlich gibt es das auch auf Instagram von Sören. Ich habe das Ganze noch ein bisschen verändert, also nicht genau das Rezept genommen, sondern noch eine frische Paprika hinzugefügt. Die habe ich auch erstmal klein geschnitten. Außerdem die Zwiebeln klein geschnitten und diese dann auch in ein bisschen Öl glasig gedünstet direkt. Dann habe ich die Paprika hinzugefügt und auch die Chicken-Alternative. Ich habe hier von Lidl einfach welche genommen. Ihr könnt natürlich auch Light Meat oder irgendwie sowas in die Richtung nutzen, je nachdem. Und das Ganze habe ich natürlich mit Hähnchengewürz gewürzt, denn das schmeckt einfach am allergeilsten. Ich liebe das, so lecker. Und es passt jetzt vielleicht nicht unbedingt in so ein Butter Chicken Gericht rein, aber das war mir dann in dem Fall auch irgendwie egal. Ich habe dann noch ein bisschen Knoblauch klein geschnitten und den auch noch mit hinzugegeben und dann auch noch ein bisschen Tomatenmark mit dran getan. Das habe ich dann mit gehackten Tomaten abgelöscht und statt Kokosmilch in diesem Fall Sojasahne hinzugegeben. Ich habe nämlich keine Light-Kokosmilch gefunden, die man für das Rezept braucht. Deswegen habe ich einfach ein bisschen Sojasahne hinzugefügt. Ist jetzt auch nicht so richtig Butter Chicken-like, aber was soll's. Man kann das ja alles nach eigenem Geschmack anpassen. Dann habe ich noch ein bisschen Cashews und Sojasauce hinzugefügt und das Ganze köcheln lassen für ungefähr 10 Minuten. Und das ist es auch schon. Ich habe mich dazu entschieden, da noch ein bisschen Spinat hinzuzufügen, aber dann halt erst, wenn ich es esse. Also wahrscheinlich wird es am Wochenende sein. Ich schaue auch gleich mal, ob es im Gefrierfach noch Platz gibt. Dann würde ich das sogar einfrieren bis zum Wochenende. Ansonsten einfach im Kühlschrank lagern. Und dazu gibt es dann auch noch, wenn es soweit ist, Pita-Brot. Ja, erstes Gericht ist ready. Machen wir direkt weiter mit dem Frühstück für 2 Tage. Da mache ich auch einfach eine doppelte Portion Milchreis. Das ist eigentlich super easy. Ich habe einfach den Milchreis nach Packungsanweisung gekocht mit Mandelmilch und am Ende noch Proteinpulver hinzugefügt. Also wirklich richtig, richtig easy. Ich hoffe, das schmeckt auch noch morgen und übermorgen, wenn ich das essen werde. Bei Bedarf werde ich dann auch noch ein bisschen Flüssigkeit hinzugeben, dass es einfach eine bessere Konsistenz hat. Aber ja, geil, super easy, proteinreiches Frühstück. Lieben wir ja sowas. Und für den dritten Tag Frühstück bereite ich einfach ein paar Overnight Oats vor. Funktioniert eigentlich auch genauso easy. Einfach Haferflocken, Mandelmilch oder jede andere Pflanzenmilch. Ich habe auch noch ein bisschen Wasser hinzugegeben, also quasi Hälfte Pflanzenmilch, Hälfte Wasser und Proteinpulver für die Proteine. Und das hält sich dann auf jeden Fall auch bis zu 3 Tagen im Kühlschrank. Ich mache das immer so, dass ich dann beim Servieren noch TK-Beeren hinzugebe, also irgendwie Blaubeeren oder Himbeeren oder auch mal einen Apfel oder eine Kiwi, je nachdem, was gerade da ist, einfach für ein, noch ein bisschen frisches Obst. Aber das kommt natürlich erst beim Servieren dann hinzu. Und dann fehlt eigentlich nur noch das letzte Abendessen. Da freue ich mich jetzt auch schon, weil davon werde ich gleich eine Portion heute essen. Und zwar ein Maultaschenauflauf. Da verlinke ich auch das Rezept in der Infobox. Geht auch super easy und super schnell. Wir geben einfach nur gehackte Tomaten mit ein bisschen Gemüsebrühe in so eine Auflaufform. Dann kommen da Mais, Hefeflocken und diese Schinkenwürfel von Billy Green mit dazu. Das Ganze wird gut umgerührt.
dann werden die veganen Maultaschen da drin versenkt quasi. Dann kommt so ein bisschen vegane Creme obendrauf. Und zum Schluss natürlich Streukäse. Ich habe tatsächlich heute keinen neuen gekauft, weil hier noch so ein bisschen Rest da war von dem Simply V-Käse. Reicht jetzt nicht für den ganzen Auflauf, also ist ein bisschen käsearm, aber passt schon, würde ich sagen. Ist schon in Ordnung. Ich wollte nicht wieder eine neue Packung kaufen und die dann 3 Wochen offen rumstehen haben. Deswegen habe ich jetzt einfach die Reste genommen. Eigentlich solltest du es natürlich bedecken. Aber gut. Theoretisch hätte ich jetzt natürlich auch zuerst den Auflauf machen können und während der im Ofen ist, das Butter Chicken oder andersrum, während das Butter Chicken köchelt, den Auflauf machen, den dann in den Ofen schieben und das Butter Chicken fertig machen. Aber ist ja auch im Endeffekt egal. Hier sind auf jeden Fall meine ganzen Meal Prep Sachen für diese Woche. Das hat ein bisschen gedauert, aber dafür ist jetzt alles vorbereitet. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt die nächsten Tage nicht noch mehr in der Küche stehen muss, sondern einfach alles nur noch kurz aufwärmen muss und dann eine richtig geile, leckere, proteinreiche Mahlzeit habe. Sehr, sehr nice. Wie gesagt, die Rezepte, die ich verlinken kann, sind unten verlinkt. Und das war es dann auch schon mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne mal eure Videowünsche in die Kommentare, falls ihr welche habt. Und gebt dem Video auch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren für weitere vegan-relevante Videos. Und wenn ihr jetzt noch sehen möchtet, wie so ein ganzer Tag mit Ernährungsplan bei mir aussieht, dann könnt ihr gerne dieses Video anschauen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.